So, ja, ich bin hier am Campingplatz. Wo? Aussichtspunkte, Staumauer, Diemeltalsperre, Gipfel. Ja, ich bin hier und ich bin gerade irgendwie von meinem Motorrad abgestiegen irgendwie und habe es irgendwie irgendwo abgestellt. Ich weiß nicht, ob da hinten irgendwo, ob da irgendwo, ich weiß nicht wo. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir von hier aus einen schönen Überblick auf die Sperrmauer von unten. Sehr schön. Ich habe ein paar Bilder geschossen hier. Mit meiner Maschine. Dum, 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 dum. Da ist sie, meine Aprilia. Ja. Ich bin schon mit der Aprilia unterwegs hier. Hingestellt, schön hier ein paar Bilder geschossen. Schön mit der Sperrmauer im Hintergrund so. Ja. Jetzt bin ich zum 1. Mai unten und bin begeistert. Schöne Ecke, schöner Spot hier. Und man kann schön sitzen hier. Hier sitzen schön. Und ich komme schnell wieder weg, komme hier, bevor es Ärger gibt. Aber eigentlich ist ja öffentlich hier. Na, gucken wir mal. So, ich fahre jetzt von hier aus Richtung Winterberg. Berg, hinter Winterberg. Ja, ist keine BMW hier. Der hat einen anderen Denker, ist hier. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt, ist heute hier. Ich fahre wieder mal oben am Diemelsee entlang. Dann Richtung Winterberg, jetzt ohne Kalimoto. Das machen wir alles freie Schnauze jetzt hier. Also ein bisschen kenne ich mich ja auch aus hier. Und denke mal, dass ich dann so in 2-3 Stunden zu Hause bin. Da ist schon lecker esse. Ja, essen hier am Diemelsee war leider nicht. Wir haben gerade so Mitte März haben wir gerade. Anfang Mitte März so. Und die haben noch zu hier. Wir haben mal mitten in der Woche. Ich denke mal am Wochenende sieht es anders aus. Aber ich meine mal ab dem 1.4. glaube ich, haben die auch in der Woche auf hier. Also ich bin früher sehr oft hier gewesen, auch in der Woche. Und es gab immer eine Bratwurst. Es war immer eine Bratwurst. Aber heute noch alles zu. Frittenjupp hat auch zu. Naja, vielleicht lohnt es sich noch am Wochenende für die jetzt. Kann ich auch verstehen. Für die 10, 11, 12, 13 Gäste, die dann halt mal hier vorbeikommen, lohnt es sich nicht. Was ist das? So, hier liebe ich ja immer hier. Runterschalten schon und jetzt hier, ne? Hier, ne? Ah, das liebe ich ja immer hier. Schalt immer schön hier an der Sperrmauer. So, einmal schön an der Diemel entlang hier. Schön entlang hier an der Diemel. Richtig schön. Bei herrlichem Wetter. 13 Grad Außentemperatur. 2% Akku auf dem Handy. Warum? Es steht da gerade. Ich weiß es nicht. Gerade waren 3%. Aber gut, ich habe gerade ein paar Bilder geschossen. Es hat vorhin auch ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis er auf 11% aufgeladen gewesen ist hier. Naja. Ah, guck, mit der Stromversorgung, wenn ich ein bisschen mehr Dampf drauf haue. Gucken wir mal. Aber Induktion halt, ne? So. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier vom Diemelsee. An der Diemel entlang hier schön. Richtung Winterberg. Winterberg. Und da wird es ein bisschen kalt sein, denke ich mal. Ich denke mal, der Schnee ist da auch weg im Winterberg. Die Skipisten sind noch befahrbar, das weiß ich. Weil die mit Schneekanonen arbeiten. Aber die Hauptverkehrsstraßen müssen eigentlich frei sein. Und von da aus dann schön zurück gucken, ob ich dann noch über Dings fahre, ob ich dann noch über Warstein fahre, oben rum. Mal gucken, Hirschberg vielleicht noch. Mal gucken, irgendwas werde ich mir da einfallen lassen. Irgendwie komme ich schon nach Hause. Irgendwie komme ich schon nach Hause. Ja, die Hinfahrt hierhin, habt ihr ein Video hier vorgesehen. Na, ich gehe es nochmal am Ende des Videos verlinken, das Video hier vor. Ja, war eine schöne Strecke, die ich so noch nicht kannte, also teilweise nicht kannte. Ja, war was anderes, vor allem war ein bisschen außen rum. Manche Straßen waren dreckig, aber ich habe die Maschine gerade mal angeguckt, an der Maschine ist nichts dran großartig.
Trotzdem kriegt sie gleich ihre Reinigung. Wird er abgespritzt. Dann mit dem Hochdruckreiniger dementsprechend das Wasser weggedrückt so ein bisschen. Und dann kommt sie wieder schön auf ihren Zentralständer, die Maschine hier. Und wartet auf ihren nächsten Einsatz. Ja, nächste Tour im Grunde mit der Maschine hier, nächste Fahrt, muss ich mal gucken, diese Woche nicht mehr. Nächste Woche auch nicht, weil da geht es dann Richtung Österreich zum Skifahren. Diese Woche kann ich noch einmal fahren, diese Woche, da will ich aber meine BMW nehmen, mit der will ich eine Runde fahren. Ja, geil. Geht mir gerade so ein bisschen Sorgen bereiten, weil die nicht so richtig Gas annimmt. Gucken, schauen wir mal. Ob mal Software aufgespielt werden muss an der BMW oder wie immer. Das sehe ich dann morgen, ob der Fehler morgen immer da ist. Ob der Fehler oben ist jetzt. Übermorgen. Wollte ich noch eine Runde fahren damit. Und dann mal gucken. Ist dann bei mir so Zeit. Ich passe den Runde. Ob ich dann am Wochenende noch ein bisschen eine Runde fahre vielleicht. Na, schauen wir mal. Ja, jetzt wie gesagt, eine 2-3 Stunden bis nach Hause. Und dann heißt es für mich im Grunde auch dann ja, ein bisschen was essen, umziehen, weiterarbeiten. Ich habe bewegliche Arbeitszeiten, habe ich. Ich kann morgens arbeiten, mittags arbeiten, abends arbeiten. Ich kann mir den Tag gestalten, wie ich möchte, so ein bisschen. Hauptsache ich komme am Ende des Monats auch meine Stunden. Ja, das komme ich auch. Da kann man sich mal schön zwischendurch ein paar Stunden frei nehmen, wie heute Nachmittag jetzt zum Beispiel bei dem Wetter hier. Geht dann heute Abend wieder weiterarbeiten. Alles ist möglich. So, und 100. 3 Kilometer lang. Bis zur nächsten Ortschaft. Danach wieder 100. Wieder ein paar Kilometer. Wieder ein Stück Kurvenbereich. Danach wieder 100. Und so weiter. So. Ich guck mal, ob ich die Strecken soweit auf der Kette habe, die Strecken soweit noch, ob ich die Strecken soweit noch kenne hier alle. Ist ja auch schon jetzt über ein halbes Jahr her, wo ich letztes Mal hierher gefahren bin. Da sieht wieder Holz aus hier, ne? Kein Holz verladen. Jo, 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 jo. Ja, alles teurer. Gas wird teurer. Benzin ist jetzt schon teurer. Eine Ölheizung, das Öl wird teurer. Alles wird teurer. Scheiß Krieg, ey. Oh Mann. Ich dachte, wir werden aus allem raus. Wirtschaft lebt auf. Nein, da muss immer wieder was passieren. Ach ja. Da kommt irgendwann mal wer die D-Mark wieder. Wer weiß. Keine Ahnung. Naja. Fahren wir erstmal hier. Dreck war hier. Dreck. Dreck ist weg.
Ich habe es gar nicht nachgesehen, wie die Kameraperspektive ist hier. Entweder ist es für den Arsch oder hat geklappt. Ich werde zu Hause sehen. Ja, Realität gerade. So. Jetzt müsste der vom Gefühl, dass die gepflasterte Straße kommt gleich, meine ich. Nach der Kurve hier, wenn ich so recht in Erinnerung bin. Oder die nächste Kurve, hier war noch ein Pflaster, meine ich irgendwie. Ich bin gerade ganz verkehrt hier. Wir gehen jetzt rum erstmal. Genau. Ich bin gerade ein bisschen anders hier gepolt. Oder geht es runter auf jeden Fall? Weiß ich noch. Schön hier oben hoch, den Tunnel oben durch, so war das. Ich halte mal kurz hier vorne an, aber manchmal eine Maschine dreckig, ne, da habe ich mal Bock drauf. Die Blase drückt nämlich, die Blase drückt, aber ich halte nicht mit der Maschine Mocker an, mache ich nicht, nein. Der Maschine wird schön auf der Straße angehalten hier. Und nicht in der Mocker. Das machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Schnee haben wir noch hier am Rand. Letzte Schnee. Ja, wenn der Schnee ist, wisst ihr, wie kalt gerade ist an meinen Fingern und so weiter hier. Aber es geht. Es geht. Es geht. Oben auch Schnee da oben rechts am Waldrand. Aber die Straßen sind frei. Und Reifen sind warm. Das heißt, die Reifen, die arbeiten. Das ist gut. Ja, Busfahrer, danke. Geiler Typ. Ich bin immer hier vorne links gefahren, das weiß ich noch. Früher. Machen wir jetzt auch. Gucken wir mal. Das ist eine enge Straße hier. Schauen wir mal. Ich muss das immer sehen. Und dann weiß ich, ich bin schon mal hergefahren, dann musst du da und da lang und da und da lang, das weiß ich alles dann noch. Wird immer kälter und kälter. Da sind wir in Wellingerhausen. Mal die Katze da vorne ärgern, aber kurz einen Gasstoß.
Zack. Ja. Ach ja, was ist passiert? Das Gas gekommen. Oh. Ratzifatzi. Das Gas reicht mir schon. Ach, hier war es geflasserte. Genau, hier war das doch. Guck mal. Fräsen. Schöne Strecke fahren hier. Kollege hat auch gut hingelegt hier, muss man sagen. Bitte lecker. Alles noch weiß hier in der Kurve. Und am Randrechner ein bisschen Salz. Aber von schon längerer Zeit. Was ist alles frei hier? So. Gucken wir mal. Hier in Küstelberg. Küstelberg. So, hallo. Hört er das? Ich auch nicht. Ja, Winterberg. Das ist die Sonnenseite von Winterberg. Das ist die, das ist die Südseite, das ist die Nordseite von Winterberg so quasi. Ja, ich nehme jetzt noch ein Stückchen mit bis nach Winterberg. Dann sind wir mit dem Video ja auch fertig. Ich habe mich gerade ein bisschen entleert hier, was auch wirklich Zeit wurde. Schön, kann man machen hier, weil es so leise ist hier. Ja, und fahr jetzt weiter Richtung Winterberg. Es ist schon ein bisschen frisch noch hier. Aber die Straßen sind okay soweit hier. Straßen sind frei. Frei von Salz. Das war am Diemelsee auch so gewesen. Es ist gut. Ich fahre mein Baby also hier gar nicht.
Ja, fahre jetzt hier unten an einem See vorbei, so ein kleiner, oder Teich, See ist es nicht. Ich würde sagen, so eigentlich der Teich hier, wo wir auch schon schöne Bilder geschossen haben, der Chris und ich. Damals noch mit seiner vorne ist es hier. Seiner Triumph, seiner Speed Triple. Haben wir da hinten gestanden, haben da hinten schöne Bilder geschossen mit den beiden Motorrädern. Ich mit meiner Yamaha, er mit seiner Speed Triple Triumph. Ja, auch noch gefroren hier das Wasser. Wisst ihr noch, wie kalt hier ist? Also nicht zu unterschätzen. Das Fahren, ja Junge, bist du auch geil, ne? Kein besser hier, oder? Ja, guck mal. Ah, jetzt hat er einfach reingesprungen. Das war nicht schön. So. Und weiter geht's. Nochmal Berg hier hoch, dann sind wir im Winterberg. Fahren wir noch kurz hoch bis zur Bobbahn da oben. Noch kurz zeigen da oben an der Bobbahn, dass wir noch welche Skifahren heute. Weil ich gehe mal davon aus, dass die Strecke dann noch voller Schnee ist. Weil Winterberg ist so hier in der Gegend so der höchste Punkt. Die haben am längsten Schnee hier. Wir haben so Mitte März jetzt und hier wird noch Ski gefahren im Sauerland hier. Weil die halt alles beschneiden so ein bisschen. Ja. Temperaturmäßig spielen den wirklich in die Karten halt. Ist immer noch kalt draußen. Ich gehe mir jetzt gerade, ich gucke gerade nicht nach jetzt hier, weiß ich nicht, wo ich gucken muss jetzt hier. Ich habe Bock jetzt hier rumzufuckeln. Gut nach vorne schön hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier so um die 0 Grad gerade haben hier, denke ich mal. Auch wenn es sommerlich warm aussieht hier. Ich merke auf jeden Fall gerade schon ein bisschen, ja, ist kalt. Gut, ja, wenn ich aus dem Winterberg wieder raus bin, wird es wieder wärmer. Das ist einfach so der höchste Punkt hier. Mit dem Sauerland hier, einer der höchsten Punkte hier. Sehr viele Holländer. Wir gucken gleich mal. So, da sind wir schon. Da vorne steht es gleich. Winter, ne, wie der Name, Winterberg. Sieben gemütliche Ferienhäuser für 6 Personen. Ja, schön. So, wir fahren hier vorne erstmal rechts jetzt hier. Wenn er vorne mal fährt, dann kommt noch einer. Ich fahre dann Karl-Assen zurück jetzt hier. Ich könnte jetzt hier gerade ausfahren, könnte ich auch, weil ich wollte hier noch mal kurz zeigen, wie es im Ort aussieht im Winterberg, dass noch Ski gefahren wird. Mein Stand von ausgehe. Ich bin überfahren. So. Olympia empfangen, Samstag, 12. März. Dann haben die hier am Wochenende, haben die wahrscheinlich, denkst jetzt hier am Wochenende, haben die wahrscheinlich jetzt hier am Bobrennen. Denke ich mal. So, 16.30 Uhr haben wir jetzt. Von hier aus nach Hause, 1,5 Stunden ungefähr, ja. So, von der Voraus zu den Sportanlagen zum Karl-Asten.
seht, kein Motorradfahrer weiter breit. Könnt ihr jetzt hier links fahren und dann wieder hochkommen zur Sprungschanze. Könnt ihr ein Foto machen nach oben an der Sprungschanze. Letztens noch bei einer anderen Maschine gemacht, letztens noch. Komm, ich will zwischendurch so ein bisschen hier, aber hallo sagen hier. Peter, hier fahren alle Ski hier vorne. Und Snowboard und so weiter. Ja, guck mal. Hier ist noch überall Skifahren angesagt und ich fahre Motorrad. Ja, hier ist unser Biker-Treff. Oh, die haben ein Zelt vorne vorgebaut. Cool. Nicht schlecht. Big Mountain. Ja, schön. Okay. BMW sein, vom Scheinwerfer vorne her gesehen. So, ich fahre mir vorne hoch gleich hier links, zur Bobbahn. Mal sehen, was da oben los ist hier. Ein schönes Foto mit dem Schneehaufen hier, mit der Maschine hier. Ja, hier wird noch Ski gefahren hier oben. Hier ist noch alles schön beschneit hier. Zum Teil. Dann machen wir einmal ein Foto. Ein Foto, Foto, Foto. So, ich drehe mal hier. Da oben ist die Wuppern da oben. Ich habe hier vorne rechts an, da hier vorne. Oder hier links an. Ganz nach oben, hier, da oben wird auch Ski gefahren da oben. Da fahren alle Ski, da fahren die ganzen Gondeln da hinten. Ich steige mal kurz ab, ich kann mal ganz kurz zeigen hier. Ich mache ein schönes Foto hier. Schön hier im Winterberg. Und dann gucken wir mal. Ah, schon schön, wenn man einen Breitenständer hat. So, ja, da oben, da ist noch Skigebiet da oben. Da fahren die Gondeln noch hoch und runter da hinten. Ne? Da geht's hoch. Ganz da oben auf dem Berg, da geht's auch noch runter, Skigebietmäßig. Da hinten ist auch noch beschneite Puppenberg ist dahinter. Das ist alles noch Skigebiet, da wird überall noch gefahren. Hier oben lässt schon so ein bisschen der Schnee nach. Wobei die hier vorne auch zu lang sind, die beiden hier. Die bauen auch da gerade irgendwas auf hier. Keine Ahnung, was die aufbauen, Ladung oder irgendwas, weiß ich hier. Ja, und das alles so mit dem März hier, ne? Also hier ist noch richtig, richtig was los, ne? Okay, ja. Was ich fehlen darf, ist ein Foto, was ich noch mache hier. Und dann gucken wir mal. Ja, ich überlege gerade. Mal das Video jetzt zu Ende. Dann fahre ich von hier aus noch nach Hause, nehme ich mit von bis nach Hause noch. Ich mache drei Videos. Ich mache zwei Videos. Ich mache jetzt weiter hier. Wir machen eine kurze Pause hier. Ich bin gleich wieder da. Geht zwar von hier weiter hier. Video ist noch nicht zu Ende. Und dann nehme ich auch von hier aus mit nach Hause hier. Ein Stückchen durch Winterberg durch. Und dann ist gut. Okay. Ja, hier wird Ski gefahren. Hier wird Ski geübt. Immer schön langsam. Ja, immer schön. Ne? Schön die Ski hier vorne. Schön nach vorne. Genau. Okay. So. Bis gleich.